Das soll uns Glück bringen? Klein Stavros, der Lärm vertreibt die bösen Geister. In Deutschland vielleicht. Hier lockt er sie an. In Griechenland lockt der Lärm alles an. Oh mein Gott. Nikos, das ist unser Polterabend und keine Sperrmüllaktion. Wo ist da der Unterschied? Das ist mein Großvater, Nikos. Susanne, meine Braut. Mein armer Enkel. Bei so einer schönen Frau muss Stavros nicht nur die bösen Geister vertreiben, sondern auch die bösen Verehrer. Wenigstens hat er dann keine Zeit für all die Frauen, die hinter ihm her sind. Ich bin nur hinter einer einzigen Frau her. Und das bist du. Feiern Sie auch so was Ähnliches wie einen Polterabend wie wir zu Hause? Meinen Sie den Abend, an dem sich die Männer mal richtig austoben können ohne ihre Frauen? Richtig. Diesen Brauch pflegen unsere Männer erst nach der Hochzeit. Und das nicht nur an einem Abend. Ja, liebst du. Sind wir wirklich so schlimm? Ja, hab ich denn gesagt, dass das schlimm ist? Ab und zu mal seine Ruhe zu haben, hat doch auch seinen Reiz. Nicht wahr, Frau Stellmann? Sicher. Hat es. Ich schätze, Herr Panagos, Sie haben Ihr Hotel so Ende der 80er Jahre gebaut. 88. Aber woher wissen Sie das? Ich sehe das an der Betonverfugung. Weil diese Polymerschäume, die wurden erst nach 86 entworfen. Sie wissen ja, mein Mann ist Bauingenieur. Ja, gratuliere. Na, amüsiert ihr euch? Ja, sehr. Kannst du mal halten? Ich will mal schnell für kleine Königstiger. Mache ich. Danke. Na, habe ich Ihnen schon gesagt, dass wir eine kleine Ablaufänderung vorhaben? Nein. Hallo Nora, habe meinen Traummann gefunden. Esena, wenn ich nicht sehr gut bin, wo ist er? Sprichst du auch Deutsch? Ich kann kein Griechisch. Ich wollte wissen, woher du kommst. Ah, aus Berlin. Stavros arbeitet da im Grand Hotel. Hat er da nicht seine Braut kennengelernt? Nicht nur die, das kann ich dir sagen. Und du? Wie heißt du? Christine. Sein Vater hat genau gewusst, warum er ihn aus Athen wegschickt. Warst du lange mit ihm zusammen? Klar, sonst hätte er mich nicht eingeladen. Weißt du, warum ich mitgekommen bin? Weil Stavros Vater alles gezahlt hatte, das ganze Programm. Und weil ich mich so die ganze Zeit darüber freuen kann, dass unser Kerl der andere gefragt hat. Wie heißt er eigentlich? Susanne. Klingt wie so ein billiger Weichspüler, wa? Oh. Susanne. Susanne! Also, Susanne, bevor du deinen zukünftigen Mann schlägst und damit eine alte Tradition in der Familie Panagos fortsetzt... Wie er es nicht anders verdient. Lass uns zusammen auf euer Eheglück trinken. Nein. Bei uns muss man sich am Tag zuvor zuprosten, sonst bringt das Unglück. Hm? Na gut, aber nur damit hinterher niemand behaupten kann, ich hätte nicht alles probiert. Was ist denn los mit dir? Das erkläre ich dir später. Also. Und jetzt extrem. Mama. Stavro, wach mal auf.
Stavro! Heute soll unsere Hochzeit sein, weißt du, wo wir sind? Mitten auf dem Meer. Stavro! Träum weiter! Schau mal raus, wenn du mir nicht glaubst. GPS-Position 37 Grad 21 Nord, 23 Grad 27 Ost. Was tun ein Pfeif? Tun ein Pfeif, Sir. Der Beltemi dürfte das Mittag noch etwas auffrischen. Auf 4 bevor. Vermutlich bis 6. Was sagt das Barometer? Steigt leicht. Wie immer. Ein Wetter zum Heldenzeugen. Hängt das bei dir vom Wetter ab? Oh, morgen. Mit Zucker? Mhm. Das lose Mundwerk scheinst du ja von deiner Vorgängerin auch übernommen zu haben. Das war nicht ihre schlechteste Eigenschaft, oder? Was ist denn deine schlechteste Eigenschaft? Oh, vielleicht, dass ich niemandem erlaube, es herauszufinden. Interessant. Was macht unser Brautpaar? Helden vermutlich bei dem Wetter. Jedenfalls sind sie hier noch nicht aufgekreuzt. Oh. Dass du auch immer so viel saufen musst. Ich verstehe das nicht. Was? Ich verstehe das nicht. Meinst du ich? Die Hochzeit ist so schlimm, dass man sie nur bewusstlos ertragen kann, oder was? Das meine ich nicht. Ich verstehe nicht, was hier abläuft. Was ist denn das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Du wolltest mir alle runterhauen. Echt? Und warum? Das weiß ich nicht mehr. Und du? Weiß ich auch nicht mehr. Jetzt weiß ich's wieder. Und wofür war das jetzt? Für deine Exen. Meine Exen? Ja. Deine beiden Exen auf dem Klo in Athen. Oder gehört das auch zum griechischen Brauchtum, die auf den Polterabend einzuladen? Findest du überhaupt auch, dass ich wie ein Weichspüler klinge? Susanne, das klingt doch nicht wie ein Weichspüler, oder? Weil diese beiden Zicken auf dem Klo, die haben... Jetzt hör mir mal gut zu. Wir feiern Polterabend im Hotel meiner Eltern. Du kommst vom Klo zurück, willst mich verprügeln, ich weiß nicht warum. Dann verliere ich das Bewusstsein, finde mich am nächsten Tag auf einem fremden Schiff auf hoher See wieder. Ich weiß immer noch nicht warum. Jetzt haust du mir eine runter, erzählst mir was von meinen Exen. Ich weiß nicht, warum. Schließlich fragst du mich, ob du wie ein Weichspüler klingst. Was machst du da? Ich gehe jetzt meine Mutter suchen. Deine Mutter? Ja. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, habe ich einen Schlafanzug an. Und das ist mein Lieblingsschlafanzug seit 10 Jahren. Den kennt nur meine Mutter. Also ist sie irgendwo da draußen auf diesem Schiff. Los. Ich kann so nicht rausgehen. Ich habe noch nicht mal Zähne geputzt. Entschuldigung, was für ein Schiff ist das denn? Das ist der Barkentine. Das bedeutet, dass der Vordermast gerade... Nein, ich meine, wie heißt das? Wie ist sein Name? Starflyer. Und auf der Starflyer werden wir die nächsten Tage durch die Kykladen und den Dodekane sehen. Wieso das denn? Um diese Zeit sollte ich eigentlich mit deinem Sohn verheiratet sein. Wo ist Stavros? In der Kabine, er muss sich erst frisch machen. Na, in Griechenland sind Männer doppelt so eitel wie die Frauen. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Warum sind wir denn hier? Es gibt ein Sprichwort hier in Griechenland. Theo, könntest du bitte zur Sache kommen? Direkt, schmucklos, Deutsch. Ich bin bei der Sache. Es gibt ein Sprichwort hier in Griechenland und das geht so. Wenn du einen Griechen heiratest, heiratest du nicht nur den Mann, sondern seine ganze Familie. Hm? Oh Gott. Genau, um herauszufinden, ob du das Oh Gott findest, sind wir hier. Soviel ich weiß, gibt es ein Sprichwort in Deutschland, das einem rät, nicht den Hund im Sack zu kaufen. Die Katze. Katze? Ja. Man kauft Katzen in Deutschland, also in Griechenland, würde man niemals Katzen kaufen. Das hier muss sie sein, die Luxuskabine. Wenn wir die beiden nicht in Ruhe lassen. Ich habe ein komisches Gefühl bei der ganzen Geschichte. Mir geht's nicht anders. Na? Wie geht's dir? Alles okay? Ja. Habt ihr Susanne gesehen? Nein, ich denke, die ist bei dir. Wer hat uns denn...
Hast du ihr diesen Schlafanzug angezogen? Ja klar, ihr wart ja zu nichts mehr in der Lage. Solche K.O.-Tropfen zeigen natürlich schon ihre Wirkung. Ihr habt uns mit K.O.-Tropfen auf dieses Schiff hier entführt. Wir nicht. Deine Eltern waren das. Was, die sind auch auf dem Schiff? Mhm. Ja, ja. Ich kann's immer noch nicht glauben. Mein zukünftiger Schwiegervater entführt uns auf ein Schiff, weil er nicht die Katze im Sack kaufen will? Bitte sehr. Das war Kalypsos Idee. Du versteckst dich hinter deiner Frau? Wie kommst du darauf? Es war ihre Idee. Wie lange kennt ihr euch denn schon, du und Stavros? Seit er in Berlin im Grand Hotel angefangen hat. Seit 64 Tagen und ungefähr 13 Stunden. Du zählst noch die Stunden? Ja, weil jeder einzelne davon ein Genuss war. Bis auf die letzten paar. Bei uns sagt man, Glück haben nur die Geduldigen. Theo und ich haben über 2 Jahre aufeinander gewartet. Wem's gefällt? Susanne, was ich damit sagen wollte, ist... Ich weiß, was du damit sagen willst, Calypso. Aber ich muss nicht mehr warten, weil ich weiß, dass ich Stavros liebe. Dein ganzes Leben lang? Als die ewige Liebe erfunden wurde, wurden die Leute gerade mal 30 Jahre alt. Wir leben heute 3-mal so lange. Und selbst damals hielt die Liebe selten ewig. Susanne, Stavros ist unser einziger Sohn. Er wird einmal meine 3 Hotels erben. Wenn es bis dahin nicht noch mehr sind. 6 oder 7. Daher geht der Wind. Wir haben euch doch unseren Ehevertrag vorgelegt. Und darin ist die Gütertrennung eindeutig festgeschrieben. Natürlich. Theo, du sprichst mit jemandem, der gerade das 2. juristische Staatsexamen mit 8,4 Punkten hinter sich gebracht hat. Du solltest also bei mir nicht die Sorge haben, dass... Da seid ihr ja. Ma, vorrei sapere un po' di paracano che sei meno l'avta. È una testine, petimo ella. Ella. Stavro. Ella. Ora ma come ti ero un satone sulla. Susanne. Hier in Griechenland sagt man, mit der Ehe ist das wie mit dem Grillen. Mit beiden soll man erst anfangen, wenn das Feuer nicht mehr lodert, sondern glüht. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, kennst du das? Der Pott natürlich. Da gibt's auch Sprüche von den Bergleuten. Und einer heißt, vor der Hacke ist es Duster. Das sagt man dann hier in Griechenland. Wo gehst du hin? Ach, lass mich. Morgen. Noch im Schlafanzug? Ich bin Saskia, die Kursdirektorin. Susanne, wann laufen wir den nächsten Hafen an? Heute Nachmittag sind wir auf Ordes. Aha. Gibt es einen Platz, wo ich mich bis dahin ungestört aufhalten kann? Wirklich ungestört? Ja, bitte. Komm rein. Das ist doch nicht unsere Kabine. Jetzt komm. Schön, habt ihr es hier. Das ist für Susanne zur Erinnerung. Was glaubst du, wie die sich freuen wird? Ja. So, jetzt mache ich von dir eine Großaufnahme vom Spiegel. Wir doch. Doch, jetzt lächle. Sehr nett. So, jetzt machst du von mir eine Aufnahme mit dem Handy. Du hast Ideen. Weiter zurück. So, damit man den ganzen Luxus sieht. Und das schicken wir gleich nach Hause auf die Baustelle. Du Angeber. Die werden Augen machen. Saskia, ich finde es nicht gut, dass du das zugelassen hast. Ich bin nicht für die Sicherheit der Passagiere verantwortlich. Ich weiß, Bernd, aber außerordentliche Situationen erfordern manchmal außerordentliche Maßnahmen. Frau Schellmann, sagen Sie Ihre Tochter, dass sie sofort mal runterkommen. Na, bravo. Susanne! Susanne! Ich kann sie nicht hören, der Wind ist zu stark. Sie wird sich erkennen, ich hole eine Jacke. Was ist denn hier los? Hier. Sie sagt, sie braucht Zeit. Zeit? Für was denn? Wie lang denn? Sie will bis Rodders im Krähennest bleiben. Habt ihr euch gestritten oder was? Nicht wirklich. Susanne! Susanne! Ich komme! Einen Moment, Frau Stellmann. Lassen Sie mal, Frau Stellmann, ich mache das. Nicht ohne Sicherung. Da kommt da nicht so, ergo. Lass mich doch mal. Was? Nimm die Jacke mit. Nein, ja, die Jacke mitnehmen. Ich regel das schon. Vorsichtig! Und? Ich hab doch gesagt, lass mich das machen. Nimm die Jacke mit hinauf, Stavros. Susanne braucht jetzt keine Jacke, weil ich sie jetzt von da oben herunterholen werde. Ja, was ist?
Susanne, mach bloß keinen Unsinn! Deine Idee war vielleicht wirklich nicht so gut. Doch, doch. Ich glaub schon. Was ist denn da nur los? Die hat sich da oben verschanzt. Und warum? Keine Ahnung. 10 Euro, dass der die nicht runterkriegt. Okay, ich halte dagegen. Da bin ich aber mal gespannt. Scheiße. Der alte Mann da hoch. Hallo, Susanna. Hallo, Nico. Kann ich dich mal kurz sprechen, bitte? Ja. Susanne, warum bist du... Später. Was ist das denn? Die Schiffsbesatzung wünscht uns alles Gute zur bevorstehenden Hochzeit. 1000 Dank. Und wie nett. Die Karottenpapageien hatten wir neulich auch im Grand Hotel bei einer russischen Hochzeit. Sehr schön. Wer bezahlt das hier eigentlich alles? Na, mein Vater. Wie immer. Meine Mutter hat die Idee und mein Vater zahlt. Scheint dir ja auch noch zu gefallen. Susanne, was wäre dir lieber? Meinen Familienmitgliedern bei der Hochzeitsparty die Hand zu schütteln und 10 Minuten später schon ihren Namen nicht mehr zu kennen? Oder hier mit ihnen für eine Woche lang zu den Inseln des Lichts zu fahren? Zur Wiege der Philosophie und der Künste. Das ist der schönste Teil der Welt hier. Zumindest für uns Griechen. Habe ich eine Wahl gehabt? Nein. Und die Wahl ist, um es an der Wiege der Philosophie korrekt zu formulieren, dass der Freiheit unbedingte. Ohne Wahl also keine Freiheit und ohne Freiheit keine Susanne. Möchtest du nichts? Ich kann jetzt nichts essen. Jetzt sieh das doch nicht so eng. Freu dich doch. Sieh es doch als Teil unserer Hochzeitsreise. Die macht man gewöhnlich nach der Hochzeit, Stavro. Du magst mich jetzt für spießig halten, aber ich liebe es, wenn die Dinge ihre Ordnung und Reihenfolge haben. Und was liebst du noch? Bis heute Morgen hätte ich gesagt, dich. Und was ist passiert seit heute Morgen und jetzt zwischen uns? Zwischen uns eigentlich nichts, aber... Na also. Dann tu mir den Gefallen und mach diese Woche mit, mir zuliebe. Also gut. Unter einer Bedingung. Und die wäre? Kein Sex. Was? Wenn ich geprüft werden soll, dann will ich dich auch prüfen, Stavro. Aber... Komm, sei ehrlich. Bis jetzt hat uns hauptsächlich der Sex verbunden. Aber eins eurer griechischen berüchtigten Sprichwörter sagt sowieso, dass man erst heiraten sollte, wenn das Feuer nicht mehr lodert, sondern glüht. Also will ich rausfinden, ob es sich bei dir vielleicht nur um ein sexuelles Strohfeuer gehandelt hat. Gibt's eigentlich auch Rühreier mit Schinken? Hey, ho! Hey, ho! Hey, ho! Du musst weiter! Fahr dir und jaul! Was? Ich hab schon ganz stark gefingert! Wer sind denn die beiden? Passagiere? 3 starke Männer für die Fischermen. Hier stand einmal ein Weltwunder. Ja, der Koloss von Rhodos.
über 30 Meter hoch, aus Bronze gegossen, verkörperte den Sonnengott Helios, ist leider durch ein Erdbeben zerstört worden. Das war eines der sieben Weltwunder. Das waren die anderen sechs. Ja. Die Pyramiden von Gizeh, die hängenden Gärten der Semiramis. Und, Ende der Weisheit? Bitte sehr. Gut. Also, ich sag's euch. Der Leuchtturm in Alexandria, das Mausoleum in Halikarnassos, das Bildnis des Zeus in Olympia und der Artemis-Tempel in Ephesus. Super, ganz. Oh, bei diesem Wissen könntest du direkt in einer Quizshow auftreten, Michael. Sagst es? Kann aber seinen Reiseführer nicht mitnehmen. Susanne! Willst du mir nicht Rhodos zeigen? Hm? Ja, wieso ich? Du bist doch Grieche. Ich war noch nie in Rhodos. Aber du hast bestimmt alles ganz genau studiert, nicht wahr? Sag mal, wollt ihr mit in die Altstadt kommen? Weiß nicht, wie der Plan ist. Lass mal die beiden Frauen unter sich. Die müssen reden, verstehst du? Da haben wir Männer nicht zu suchen. Wir sehen uns später in Niros. In Niros? Ja, da gibt es das beste Meeresbuffet des ganzen Dodekanes. Und ihr seid natürlich eingeladen, ja? Was ist damit? Da solltest du mal reinschauen. Willst du mitkommen? Wohin? Mama, hast du Susanne gesehen? Die ist gerade eben von Bord. Von Bord? Und wohin? Keine Ahnung, sie hat mir nichts gesagt. Sie kann doch nicht einfach alleine hier... Susanne wird schon wissen, was sie tut. Du hast ja Schuppenstoff. Wann hast du dir das letzte Mal die Haare gewaschen? Heute Morgen. War sie sauer oder... Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe dir doch das Antischuppenmittel extra eingepackt. Warum benutzt du es denn nicht? Hab's ja auch genommen. Das kann nicht sein. Bei deinem Vater hat es sofort gewirkt. Ist übrigens ein deutsches Fabrikat. Lass mal gut sein. Ich gehe sie suchen. Ja, wollen wir dann? Ja. Fein. Nikos! Ja, das ist Susanna. Gehst du nicht in die Stadt? Ja, was soll ich da? Rhodos ist hässlich. Hässlicher als hier ist es bestimmt. Ja, hier gibt es wenigstens deutsches Bier. Katista, komm, setz dich. Bier? Ich trinke nur Bier. Und davon 1000 Sorten habe ich bei euch in Deutschland gelernt. Bremerhaven, da gibt es eine Kneipe, da kriegst du Bier aus aller Welt. Und da warst du Stammgast? Die Kneipe war mein Kunde. Ich habe in einer Kühlgerätefirma gearbeitet, im Außendienst. Ich kannte damals alle Zapfhähne zwischen Bremen und Osnabrück. Und alle Bedingungen. Und was hat deine Frau dazu gesagt? Ja, zu mir nicht. Zu meinem Chef. Von da an war ich im Innendienst in Detmold. Wo ist denn der Bräutigam? Sieht so aus, als würde der Alte das Mädchen heiraten. Kaffee, danke, ja, Zucker. Na klar. So einen nannte man früher Schwerenöter. Gibt's das Wort nicht mehr? Gibt ja auch keinen wie den da mehr. Der kneift den Mädels in den Po, Saskia. Du, ich hab's selbst gesehen. Hast du auch gesehen, wie er dabei lacht? Also bei mir hat sich jedenfalls noch keine gekniffene beschwert. Und was hat der, was ich nicht habe? Und warum darf der, was ich nicht darf? Das kann ich dir sagen, Bernd. Wenn du ein Mädchen in den Po kneifst, weiß man nicht, ob du es dabei belässt. Und deshalb erntet es für dich Ohrfeigen und für ihn nicht so einfach ist das. Außerdem bist du doch verheiratet, soviel ich weiß. Die sind Rio und meldet sich nicht. Ach so. Sag, wie hat es eigentlich geschafft, sie aus dem Krähennest zu locken? Das kann ich dir sagen. Toll! Darauf wäre ich nie gekommen. Und wann kamst du dann zurück nach Griechenland? Vor 8 Jahren. Da hat Theo sein erstes Hotel in Athen gekauft. Da haben wir natürlich alle mithelfen müssen. Dann kommt Stavros also gar nicht aus einer, naja, Krösus-Familie? Quatsch! Und warum tut er denn immer so? Bei Theo, da gibt es einen Herzognamen. Theo musste bei null anfangen. Wo er jetzt steht, weiß ich nicht. Für ihn zählt Geld nicht. Für Calypso dafür umso mehr. Bitte erzähl nicht weiter, dass ich dir das gesagt habe, ja? Hast du Angst? Ich und Angst. Theo wollte mir vorschreiben, was ich dir da sagen darf. Kannst du dir das vorstellen? Ich, Nikos Panagos, habe mir noch von niemandem was vorschreiben lassen. Schon gar nicht von meinem Sohn. Und von deiner Schwiegertochter?
Warte mal. Τι θέλετε, καρπούζι, νεκταρίνια, νεκταρίνια. Danke. Hier bin ich geboren. Das ist ja wunderschön. Ja, für Touristen vielleicht. Aber das Leben ist keine Postkarte. Jedenfalls passt meins nicht da drauf. Ich bin mit 15 von zu Hause abgehauen nach Bielefeld zu meinem Onkel. Er hatte ein Restaurant. Das muss ja ein richtiger Schock für dich gewesen sein. Ja, so oder so. Nun, willst du Deutschland kennenlernen, dann fang in Bielefeld an. Mein Gott, ist das heiß. Nicht umsonst sagt man, dass Helios, der Sonnengott, Rhodos entdeckt hat. Ja, aber das ist Mythos, alles Mythos. In Wirklichkeit waren es die Minoer. Mag sein. Aber weißt du, bei uns sagt man, wenn du zu wählen hast, zwischen der Wahrheit und dem Mythos, nimm den Mythos. Er ist wahr. Sag das mal meinen Baustatikern. Wie lange seid ihr eigentlich verheiratet, Claudia und du? Seit 26 Jahren, im November werden es 27. Und ihr arbeitet beide in der gleichen Firma? Ja. Gott sei Dank bin ich ab und zu auf Montage, weil ich meine, 26 Jahre zusammen, Tag und Nacht. Und wann macht es mehr Spaß? Am Tag oder in der Nacht, hä? Warst du noch nie in Griechenland? Michael liebt Österreich. Und du? Liebst du Michael? Wie lange seid ihr verheiratet, Theo und du? 29 Jahre. Einschließlich der Pause. Der Großmeisterpalast beherbergte einst das Machtzentrum des Johanniterordens, der beim ersten Kreuzzug 1099 eine entscheidende Rolle gespielt hat. Als dann die Türken 1522 Rhodos eroberten, zog sich der Orden nach Malta zurück und aus den Johannitern wurden die Malteser. Aha. Warum habt ihr nicht mehr Kinder? Deutschland ist ja nun nicht gerade das kinderfreundlichste Land. Wieso? Hat man euch verboten, mehr Kinder zu haben? Was soll das hier? Komm. Michael, wenn du den Eindruck hast, ich horche dich aus. Nein, nein, das nicht, aber... Dann hast du recht. Stavros hat uns mit dieser Hochzeit einfach überrannt. Und ich muss doch schließlich wissen, aus welcher Familie meine zukünftige Schwiegertochter kommt. Hm? Aus einer ganz normalen deutschen Familie. Also Susanne ist ein wunderbares Mädchen. Aber mit der Mitgift, da sollte man sich eigentlich nicht allzu viel Hoffnung machen. Hm. Aber dafür steht dein Stavros ja ganz anders da. Hm? Genau das ist das Problem, Michael. Genau das. Alles Gute zur Hochzeit, auch wenn es nicht die unsere ist, Lothar. Hallo. Hallo. Ganz schön beim Shoppen zugeschlagen, hm? Ja. Also das mit dem SMSen habe ich nie verstanden. Wieso? Naja, wenn man schon ein Handy hat, dann kann man doch gleich telefonieren. Das ist ja so, als würde man ein Auto nur zum drin sitzen benutzen. Ich finde, so eine SMS ist wie eine Geburtstafel. Und man muss auch nicht gleich reagieren, wie beim Reden. SMS sind irgendwie überlegter. Naja. Jetzt fragst du dich bestimmt, was ich gerade so Überlegtes ge-SMS't habe, oder? Die Erkenntnisse, die im Kriegen gekommen sind? Hey. Hallo.
Kennst du die beiden? Nee, du nicht? Die gehören doch zu den Gästen, die dein Schwiegervater ins Bee auf Schiff geladen hat. Guck mal. Ja, und warum zeigst du mir das? Ich habe auf diesem Höllentrip leider keine beste Freundin dabei. Und deine Mutter, verstehst du dich nicht mit ihr? Im Gegenteil, viel zu gut. Ich will sie damit verschonen. Ach so, und jetzt benutzt du mich als beste Freundin? Genau. Ich verstehe jetzt einfach die ganze Zeit vor. Okay, von mir aus, das wäre nicht zum ersten Mal. Sorry. Dio Portiria Crassi, paracalò. Was hast du eigentlich mit Pausen gemeint? Pausen? Ja, du hast doch gesagt, du bist 29 Jahre verheiratet, einschließlich der Pausen. Kein Mensch kann doch 29 Jahre Ehe ohne Pausen aushalten. Ja, nur du vielleicht? Wie lange seid ihr denn verheiratet? 26 Jahre. Ohne Pausen? Was meinst du damit? Meinst du damit andere Männer oder andere Frauen oder sowas? Für mich käme sowas nicht in Frage. Und für Michael auch nicht. Treue ist doch das Wichtigste im Leben, oder? Treue. Das ist für mich ein anderes Wort für kultivierte Langeweile. Entschuldige, aber ich wollte dir nicht zu nahe treten. Nur wenn mir jemand sagt, er ist seit 26 Jahren verheiratet und ist stolz darauf, weil er treu ist. Also das beeindruckt mich genauso viel, wie wenn ein Weltrekord im Dauerlesen. Denkt Stavros genauso? Schau, in Deutschland wird jede dritte Ehe getrennt. In Griechenland dagegen jede achte. Und warum? Weil die Männer hier treuer sind? Nein. Schau, den alten Mann auf dem Esel, Ernestos. Ich kenne ihn schon seit meiner Kindheit. Er hat zwei kleine Ölberge, eine Familie, fünf Kinder und dreimal so viel Enkelkinder. Und offiziell hat er noch vier Geliebte. Der Alte? Ja, lass dich von dem nicht täuschen. Unter der Asche hält die Glut am längsten, heißt es bei uns. Glaubst du, seine Frau wäre jemals auf den Gedanken gekommen, sich von ihm scheiden zu lassen? Lieber hat sie ein Leben lang gelitten. Nein, hat sie nicht. Weil wir nicht nur der Liebe wegen heiraten. Warum denn sonst? Wegen der Familie. Ja. Die Liebe kommt und geht. Aber die Familie bleibt. Der Mann tut dies, tut das. Aber die Mitte seiner Familie bleibt seine Frau. Ich könnte so nicht leben. Ja, ich weiß. Bist du denn deswegen glücklicher? Bin auf ein Schiff in die Ägäis entführt worden, die Starflyer, Susanna. An wen hast du die geschickt? Bis jetzt noch an niemanden. Aber wenn Lothar sie bekommt, dann wird er mich befreien. Der ist so einer. Retter in der Not, hä? Und warum bist du nicht bei deinem Lothar geblieben? Weil ich nicht in Not war. Weißt du, Lothar taugt nur was, wenn man Hilfe braucht. Sonst ist er wie ein Feuerwehrmann der Liebe. Aber wenn es nicht brennt, dann sitzt er in der Ecke und spielt Skat. Ja, so Stavro. Ja, so, was bei? Sag mir, Mr. Cabion. Susanne! Pernacala, heute ist es Sena. Vito Paracanis, Christina. Ah, sie heißt Christina. Du kennst sie also doch? Das ist Christina aus Athen, Manu aus... Berlin? Ja. Und ihr seid also meine Vorgängerin, ja? Ja. Willst du mich nicht vorstellen? Das ist meine Verlobte, Susanne. Die so klingt wie ein billiger Weichspüler. Susanne. Kommst du mal, Stavros? Ich bring deine Sachen aufs Schiff, ja? Ah ja, danke. Jetzt warte doch mal. Hallo! Hör doch endlich auf mit diesem Blödsinn. Wo warst du eigentlich? Ich hab dich überall gesucht. Hattest du Angst, dass ich abhaue? Was weiß ich, was in deinem Kopf vorgeht? Versuch's doch mal rauszufinden. Versuch's doch einfach mal. Susanne, was ist los mit dir? Warum hast du mich angelogen? Du hast gesagt, du kennst die beiden Tussen nicht. Dabei hattest du sogar was mit ihnen. Das war rein sexuell. Das wird ja immer schöner.
Du wirst doch jetzt nicht auch noch eifersüchtig werden. Auch noch? Was bin ich denn sonst schon? Zickig, wenn du es genau wissen willst. Zickig bist du. Wie deine beiden Echsen, oder was? Deswegen sind's ja auch meine Echsen. Ach, das heißt, wenn ich weiter rumzicke, kann ich mich gleich zu ihnen werfen, oder wie? Das heißt es, genau. Tut das nicht weh? Doch. Da bist du aber ganz schön tapfer, mein Held. Stavro, ich liebe dich. Susanne. Ja? Ich dich auch. Bin auf ein Schiff in die Ägäis entführt worden, die Starflyer. Susanne. Mitteilung gesendet an Lothar. Wie war es im Großmeisterpalast? Sehr beeindruckend. Aber 6 Euro Eintritt, ich bitte dich. Also da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt nicht mehr. In Berlin kriege ich für 3 Euro den Pergamon-Altar zu sehen. Aber nicht das Wetter dazu. Ja, das gibt's ja gratis. Das ist doch schön. Ja, genehm. Hast du die Eintrittskarte? Wieso? Ich mach doch so ein Album von unserer Reise für die Susanne. Au! Oh. Was ist denn? Die Nadel war hier noch drin. Oh. Hallo. Hallo. Wo warst du denn? Sag mal, ihr findet das wohl völlig in Ordnung. Was? Na, was wohl? Dass wir auf dieses Schiff verschleppt worden sind. Jetzt sei doch nicht so. Das ist doch eine wunderschöne Idee von der Familie Panagos. Ach ja? Ja, außerdem haben sie uns eingeladen. Na super. Und wer zahlt bestimmt, oder wie? Genau. Der Papi probiert gerade einen neuen Bläser. Der alte, den er mitgenommen hat, ist nämlich zu klein. Na? Weißt du, wie du aussiehst, Paps? Nein. Wie der Pfitzmann als Havelkaiser. Oh, ich finde eher wie der Onassis. Findet ihr? Hast du die probiert? Nein, ja? Ich hab keinen Wein mehr. Bitte. Hallo. Hallo. Schmeckt's? Schmeckt's? Wunderbar, wunderbar. Ja. Dieser Kreuzrichter, das im Grab wir gesehen haben, hat die Frauen eines ganzen Dorfes geschwängert, während er auf die Ankunft des Heeres wartet. Was? Das ist die Wahrheit. Kein Mythos, Michael. Müsste man damit schon Alimente bezahlen? Kalispera. Kalispera. Hallo, mein Schatz. Ich meine, vorausgesetzt, es handelt sich um keine Sage. Aber das war damals eine Frage der Ehre, Michael. Da brauchte man keine Regelung. Auf unser schönes Brautpaar. Ja. Wie heißt es auf Griechisch? Jamas. 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 Prost. Aber so kann das nicht gewesen sein. Was? Ja, die Sache mit der Ehre. Also wenn ein Ritter, noch dazu ein Christlicher, dessen Aufgabe es eigentlich wäre, das Grab Christi von den Ungläubigen zu befreien und der schwängert ein ganzes Dorf, was hat denn das mit Ehre zu tun? Papa, jetzt lass doch mal Geschichte Geschichte sein. Ja, aber ich meine nicht, wenn sie sich auf Lügen stürzt. Ne? Bei uns sagt man, Lügen sind allgewordene Wahrheit. Naja, dann. Sag mal, ist euch auch so heiß? Michael, zieh doch endlich mal dein Jackett aus. Entschuldige bitte, also beim Dinner ohne Jackett, ne? Zieh's ruhig aus, Papa. Wirklich? Ja. Hauptsache Stavros weiß, was es heißt, ehrenhaft zu sein. Wein aus Australien, australischer Wein. Ja, sowas nennt man Globalisierung, Nikos. Das verstehst du nicht. Globalisierung ist, wenn die Oliven aus Alaska und der Sakko aus Bangladesch kommt. Rodos, ja? Rodos. Oder die Braut aus Berlin und der Mann aus Griechenland. Auf unsere Familie. Ja. Jamas. Ja. Jamas. 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 Okay, Spannung ist wieder da. Danke. Du bist ja immer noch hier. Ja, Echolot, der war defekt. Und jetzt? Jetzt geht's wieder. Dann können wir noch einen kleinen Landgang machen. Noch ist Zeit. Wir haben Probleme mit der neuen Blackbox. Wir müssen die ganze Elektronik durchchecken. Ach so, schade. Andermann? Wieso kommt er jetzt über Satellitentelefon? Ja? Ist da die Starflyer? Roger, hier ist der Kapitän der Starflyer. Dann hören Sie mal gut zu, Captain Roger. Auf Ihrem Schiff ist eine Entführte. Wer spricht denn da?
Das tut nichts zur Sache. Ich fordere Sie auf, die Frau unverzüglich freizulassen. Wie heißt denn diese Person? Tun Sie nicht so unschuldig, Captain Roger. Das wissen Sie doch ganz genau. Susanne Stellmann. Das ist der Feuerwehrmann. Was? Ihr Ex. Ach so. Hören Sie, das war doch keine Entführung, eine kleine Überraschung nach dem Polterabend. Mir egal, wie das in Ihren Kreisen heißt. Wenn Sie Susanne nicht sofort freilassen, gibt's keine kleine, sondern eine böse Überraschung. Sind Sie ein Freund von Frau Stellmann? Lassen Sie sie frei, Captain Roger, okay? Und machen Sie keine Dummheiten. Ich kriege sie. Ich melde mich wieder. Hast du das gehört? Das war wirklich der Feuerwehrmann, ihr Ex. Soll ich jetzt lieber Susanne sagen? Ach was, verschonen Sie damit. Wird dir sicher nicht gefallen, wenn ihr Zukünftiger erfährt, was für einen durchgeknallten Ex sie hat. Ei, ei, Captain Roger. Ganz einfach. Das Objektiv fahre ich gleich raus und jetzt nur hier drauf drücken. Den ganzen Tisch. Ja? Wie hättest du uns denn gerne? Ernst oder Frühling? Ja. Wie willst du uns denn zu Hause vorführen? So wie ihr halt seid. Wie sind wir denn auf Fotos? Hm? Fotografiert ihr nie? Nein, Claudia. Wir brauchen keine. Wir können uns alles merken. Was? Herr Tess, was für Schuhe habe ich auf den Polterabend getragen? Schwarze Pops. Machen Sie das Foto. Meine Schuhe waren rosa. Ja. Schön lächeln, Stavro. Sehr witzig. Jetzt. Dankeschön. Hier, schau mal. Entzückend. Gib mal her. Mhm. Rutscht ihr beiden mal näher zusammen. Wir? Ja. Und jetzt ein Kuss. Wirklich? Einen leidenschaftlichen. Warst du vor ihr? Was? Nee, war vor dir. Wie kurz denn? Kurz. Hat Stavros nichts erzählt? Offenbar gab's da nichts zu erzählen. Vielleicht fand Stavros auch nur das Zelt zu viel für deine Ohren. Wer hat denn Schluss gemacht? Nee, warte, lass mich raten. Du. Stimmt? Weshalb? Weil du rausgefunden hast, dass er dich betrügt. Mit wem denn? Mit dir vielleicht? Nee, dann hätte er Schluss gemacht. Stavros macht nie Schluss. Stavros erweitert seine Möglichkeiten. Du meinst, er verbessert sich im Laufe der Zeit. Komm, wir gehen rüber. Was willst du trinken? Bitter Lemon. Und ihr? Gin Tonic. Und du? Ich auch. Hallo. Stavro. Ich komme. Blah.
la 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 la. Was soll das sein? Das ist mein Schutzwall. Kein Sex, ja? Kein Sex. Da-d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 a
Ja, es ist Michael. Die Gare ist mir. Wie bitte? Wie geht? Ach, frag mich nicht. Auch ein Bier? Ja, aber lieber ein alkoholfreies. Ah, hallo, Kapastima, Inekanesiki. Ja? Pelotes. Bitte? Habt ihr dein alkoholfreies Bier? Für meinen Freund. Kommt. Sag, warum bist du nicht mit am Strand? Der Käpt'n wollte mir den Maschinenraum zeigen. Außerdem bin ich kein Strandwacht. Weil du nicht schwimmen kannst. Was? Gib's ruhig zu. Ich kann auch nicht schwimmen. Was, du als Grieche? Ich meine, ihr seid doch umgeben von Wasser. Ja, für Wasser ist das Schiff da. Danke. Und ein Schiff muss schwimmen können. Ich doch nicht. Sag mal, Nico, du musst doch früher mal so ein richtiger Strand-Adonis gewesen sein. Ja, ich habe noch niemals eine Frau gekannt, die gesagt hat, ich liebe dich noch mehr, wenn du schwimmen kannst. Sag, wie viel hast du gehabt bis jetzt? Also ihr Griechen, ihr habt immer nur ein Thema. Ja. Wir trinken auf unsere Frauen und auf unsere Freundin, auf dass sie sich nie begegnen. Auf unsere Familie. Warum glaubst du, hat mich mein Sohn auf diese Segelschiff mitgenommen? Keine Ahnung. Ich trinke junge Mädchen in dem Po und ich trinke zu viel. Aber ich bin Theos Vater. Ich hasse sinnlos herumfahrende Segelschiffe. Und ich hasse junge Brautpaare, weil ich daran merke, wie alt ich bin. Aber besonders hasse ich junge Brautpaare auf sinnlos herumfahrenden Segelbooten. Aber Theo ist mein Sohn und Stavros mein Enkel. Kalypso hat es so gewollt. Deshalb. Stavros, hast du auch was für uns? Klar. Kätzchen? Okay. Ich hab auch. Die beiden stören dich. Kannst du das nicht verstehen? Sie sind deine Vorgängerinnen, nicht deine Nachfolgerinnen. Ah ja? Bist du dir da so sicher? Wir haben ein Sprichwort hier in Griechenland. Liebe ist wie Kaffee. Der zweite Aufguss schmeckt bitter. Stimmt, nicht? Ich krieg langsam Hals bei euren Lebensweisheiten. Susanne, bitte. Ist doch wahr. Das Leben ist keine Sprichwortsammlung. Das ist jahrhundertalte gereifte Lebenserfahrung. Die euch offensichtlich daran hindert, euer Taktgefühl und eure Sinne zu benutzen. Sei doch nicht so muffig, Susanne. Na klar bin ich muffig, Mama. Ich bin mit einem miesen Trick auf dieses Schiff gelockt worden. Und Star Wars Echsen da. Die grinsen mich die ganze Zeit an, als würde ich sowieso demnächst ihrem Club beitreten. Susanne! Möchte jemand Obst? Obst? Ja, gern. Beeindruckend! Beruhigt! Am liebsten segeln wir natürlich, aber es ist schon enorm beruhigend, eine zuverlässige Maschine zu haben, die uns auch bei Flaute als Ziel bringt. Solche Maschinen haben ihre eigene Schönheit. Sie sind berechenbar. Wenn da mal was kaputt geht, dann gibt es ein Werkzeug dafür, kannst es reparieren und die Sache ist wieder okay. Versucht es mal bei den Menschen. Manche lassen, manche lassen nicht an sich herumschrauben. Und für manche gibt es gar kein Werkzeug. Ja. Ja, so. Da bist du hier. Suchst du mich? Wie kommst du denn darauf? Also komm. Jetzt klappen wir mal das Visier hoch, ja? Spielst du Backgammon? Nein. Ich spiele dir irgendwas. Bei Michael und du. Naja, ich gehe mal eine Runde schwimmen. Ich komme mit. Hä?
bitte dich. Mein Star Wars ist bis hierhin oben zugeschissen mit affiger Mutterliebe. Du tupfst an seiner Kleidung rum, richtest ihm die Haare, cremst ihm den Rücken ein. Wie lange hast du ihm eigentlich den Hintern geputzt? Hm? Wir Griechen lieben eben unsere Kinder. Ja, bis sie daran ersticken. Liebe muss auch was Freilassendes haben. Zumindest habe ich sie so erlebt. Oh, so, so. Ich habe bislang zwischen dir und deinen Eltern keine einzige Zärtlichkeit bemerkt. Ach, du meinst, weil sie nicht so an mir rumtatschen, wie du an deinem Star Wars, dass sie mich nicht lieben? Wir leben einfach nicht so auf Rosen gebettet wie ihr. Die Rosen, Susanne, von denen du sprichst, die haben wir uns schon selber züchten müssen. Darüber ist die Familie erst so richtig zusammengewachsen. Familie, Familie, wie oft ich dieses Wort von euch höre. Dabei ist es nur eine andere Bezeichnung für eine kriminelle Vereinigung. Ja und? Immerhin ist es eine Vereinigung. Was ist denn deine Familie? Eine steuerlich begünstigte Arbeitsgruppe? Ach komm, weißt du was, also... Nein, nein, Susanne, komm zurück. Mit hochgeklapptem Visier, hast du doch gesagt. Na also. Calypso. Was willst du von mir? Bei euch stimmt irgendetwas nicht. Weil ihr immer so tut, als würde alles stimmen. Ja, meine Eltern haben sich auseinandergelebt. Es prickelt eben einfach nicht mehr richtig. Aber mein Vater ist auch viel auf Montage im Ausland. Die beiden haben getrennte Schlafzimmer und zwei Fernseher. Ja, und das Feuer ist erloschen. Aber der einzige Ort, Calypso, wo es ewig brennt, das ist die Hölle. So? Wird es mit dir und Stavros genauso enden? Kinder wollen es doch immer besser als die Eltern machen, oder? Ich hoffe, dein Stavros ist da keine Ausnahme. Niemand wird mir jemals verbieten, meinen Sohn zu lieben, Susanne. Auch du nicht. Das will ich auch nicht. Aber du solltest wissen, dass du mit deinem ewigen Rumgetüttel das Geschäft deiner Schwiegertochter ruinierst. Ja, ja. Na, was? Was schön am Strand? Michael, ja? Du bist ja betrunken. Was will ich? Ja, bist betrunken, bist richtig betrunken. Wie ein ganzes Fischerdorf in der Osternacht. Nico, was hast du denn da gemacht? Schon gut, Calypso. Ist dein Mann nie betrunken? Komm, Michael, wir gehen. Hm? Komm. Mhm. Jetzt. Ja, so, ja. Wow. Sag's wieder. Nico, Nico. Calypso, ja? Das vorhin bleibt unter uns, ja? Versprochen. Sollen wir noch einen auf euch trinken? Großartige Idee. Grüß dich. Hallo. Was wollt ihr? Shampoos natürlich. Und du, Susanne? Ich hätte lieber eine Cola Light. Cola Light? Womit haben wir es denn hier zu tun? Schnulleralarm? Vielleicht eher Schlampentränke. Soll ich mich von deiner Zukünftigen so beleidigen lassen, ne? Damit warst du sicher nicht gemeint. Betroffen ist, wer sich betroffen fühlt. Hm? Susanne, könntest du dich vielleicht dafür entschuldigen? Ich denke gar nicht dran. Susanne? Ja? Ich möchte, dass du dich jetzt bei Manu und Christine entschuldigst. Weißt du, ich wollte hier gar nicht sein. Das war alles die blöde Idee von deiner Mutter. Bitte lass meine Mutter aus dem Spiel. Ja, das geht ja nicht. Es gibt ja bei dir kein Spiel, an dem deine Mutter nicht beteiligt ist. Wo sind denn die anderen? Deine Eltern lassen sich entschuldigen. Aus verständlichen Gründen. Und Stavros? Keine Ahnung. Ist er nicht in der Kabine? Ach so. Ich weiß nicht, ich war schon seit Nachmittag nicht mehr dort. Willst du dich nicht zu uns setzen? Nein, danke. Ich habe auch gar keinen Hunger. Aber lasst es euch schmecken. Sie schafft das schon. Du
aber steuere vorbei und streiche über die Ohren der Gefährten Wachs, Honigsüßes, nachdem du es geknetet, dass keiner von den anderen höre. Selbst aber magst du hören, wenn du willst. Doch sollen sie dich in dem schnellen Schiff mit Händen und Füßen aufrecht an den Mastschuh binden, und es seien die Taue an ihm selber angebunden, damit du mit Ergötzen die Stimme der beiden Sirenen hörst. Zu dir hoch. Nein, lass mich. Was machst du denn da oben? Büßen. Deine Echsen sind zwar Sirenen, aber du bist nicht Odysseus. Ich komme erst runter, wenn du mir sagst, dass du mich liebst. Nein, du kommst erst runter, wenn ich dich losbinde. Aber das mache ich erst, wenn du mich um Entschuldigung gebeten hast. Niemals. Du willst also wirklich weiter da oben hängen und büßen? Das verstehst du nicht. Ein Mann kann büßen, aber er entschuldigt sich noch lange nicht. Und eine Frau kann so souverän sein, dass sie solchen Unsinn von Männern gar nicht ernst nimmt. Okay, ich komme runter. Scheint dir ja nichts auszumachen. Was? Na, so ohne Sex mit mir. Aber dir macht es wohl was aus, dass es mir nichts ausmacht. Immerhin war Sex bis jetzt die Basis unserer Beziehung. Das behauptest du. Ich sage dir, es ist Liebe. Und weil es Liebe ist, achte ich deine Wünsche. Es war aber kein Wunsch, es war ein Befehl. Und wahre Liebe lässt sich nichts befehlen. Ach so. Schade. Pass auf! Ah! Die sind ja aus Gummi. Und du hast es gar nicht überprüft. Excuse me, sir. Isn't the Starflyer coming to the harbor? No, no, no! It's an anchor! Meine Damen und Herren, zeigen Ihnen das seltene Bild einer unberührten Stadt, der hellenistischen Epoche, die nicht überbaut wurde. Da, wo einst der Athena-Tempel stand, haben Sie den schönsten Blick auf die noch vorhandenen Mauern, die, wie man sagt, eingebettet in das Grün der Pinienwälder über dem Meer zu schweben scheinen. Ich schwebe auch. Ah ja? Ganz schön inspirierend, dieses Griechenland, hm? Da schwimmt jemand. Wo? Oh, jetzt ist er weg. Danke. Für alle die, die die Insel selbst erkunden wollen, das Boot legt in 3 Stunden wieder ab. Michael. Ja? Gib mal her. Können Sie das bitte für uns aufbewahren, Saskia? Ja, warum das? Du kannst ja einmal nicht filmen. Aber du hast Ideen. Wann kommen denn die anderen? Komm, wir gehen schon mal vor. Mit dem nächsten Boot. Gehst du nicht mit an Land?
Ja, was soll ich da? Nur Steine, kein Leben. Kann ich nicht lesen, das ist altgriechisch. Aber schau mal, die haben das alles damals in einem durchgeschrieben. Ich glaube, das ist hier der Tempel des pythischen Apollon. Das war der schönste unter den Unsterblichen. Eine Figur wie Apollon. Das ist lang her, Fatih. Tempi Passati, Mutti. Ich glaube, da unten, das, siehst du das? Das sind die Altäre. Und wahrscheinlich auf dem größten haben sie damals Helios, dem Sonnengott, ihre Opfer dargebracht. Diese Ruinen, diese Steine, die erzählen doch was. Spürst du das nicht? Was? Ja, ich meine, die zerschlagene Zeit. Ich meine, die Lebenszeit von den Menschen, die das hier gebaut haben, die hier gelebt haben, die geliebt und gehasst haben, die getrauert und gefeiert haben. Bringen die alten Griechen dich jetzt zum Philosophieren? Ja, nicht die alten Griechen, du. Ich? Ja, ich meine, du hast mir doch den Reiseführer weggenommen. Jetzt bin ich aufgeschmissen und muss mir meine eigenen Gedanken machen. Siehst du, so gesehen war das gar nicht so schlecht, oder? Genau. Wenn man das hier so sieht, dann will man einfach mit seiner eigenen Zeit sinnvoller umgehen. Claudia, wollen wir beide es nicht nochmal versuchen? Wie sollen wir das machen? Wünschst dir was? Gut, ich wünsche mir was. Darf ich erfahren, was du dir wünschst? Ich möchte mit dir Hand in Hand auf dieser Insel spazieren gehen, alles anschauen und du erklärst mir mit keinem Wort irgendeinen Stein, irgendeine Säule oder irgendein Gebäude. Hm? Gut. Auch ein Bier? Ja, warum nicht? Sag mal, Theo, weißt du, was mit den Säulen passiert ist? Hier steht, dass das eine 200 Meter lange Stora war. Und alles voller Säulen. Geplündert, geraubt. Aha. Teilweise zu Kalk verarbeitet. Die Stadt wurde 200-300 Jahre nach Christus plötzlich aufgegeben. Und jede Macht, die auf der Insel herrschte, hat sie einfach bedient. Aber so war es in Griechenland immer. Susanne? Stavro, worüber hast du dich denn eben mit deiner Mutter gestritten? Nichts. Verkauf mich doch nicht so blöd, ich hab nur ein Wort verstanden, aber das war Christina. Also was ist mit deiner Ex? Frag sie doch selbst. Ich musste meiner Mutter was versprechen. Großartig. Weiß ich wenigstens, warum man in Griechenland sagt, du heiratest die Familie mit. Du weißt gar nichts, bevor du nicht Christinas Pass gesehen hast. Wieso denn den Pass? Daraus? Das muss aber unter uns bleiben. Geheimstufe 1. Na dir, Schiffskritiker, dass es sowas gibt. Ja, das ist wie Gourmet-Kritiker. Anonymität ist oberstes Gebot. Und da sind Sie die ganze Zeit in der Kabine gehockt? Nein, ich bin erst kürzlich zugestiegen. Ah, und die paar Tage reichen Ihnen, um sich ein Bild zu machen? Ja, lange Routine.
Was halten Sie eigentlich von den Sicherheitsvorkehrungen an Bord? Ja, das ist mir egal. Ich bin in einem Alter, wo sich andere vor mir in Sicherheit bringen. Darf ich mal Ihren Kabinenschlüssel sehen? Da, bitte. Sehen Sie, die Zacken sind ganz ausgeschlagen. Damit kommen Sie bald in Ihre Tür nicht mehr rein. Die Crew hat Passepartouts, womit Sie überall reinkommen. Leider machen Sie keinen Gebrauch davon. Leider. Ich hab's gehört. Der Herr hier nämlich ist aus der Branche. Sie glauben, ich kann kein Geheimnis bewahren. Hier auf der Starflyer, da tun sich wilde Dinge. Haben Sie schon davon gehört? Wilde Dinge? Eine Entführung? Ah, so, Sie wissen schon, ja? Ich habe was gehört von den Passagieren, die die Kabine neben der Entführten haben. 312. Och, Luxuskabine 507. Aber wissen Sie, der Lärm, der da gemacht wird. Aber sich vorstellen, auf wie engem Raum die gelebt haben. Ohne Strom und ohne fließend Wasser. Sehen Sie den Mann da? Von da sind wir gekommen, oder? Dann ist da ein... Entschuldigt? Nee. Kann ich dich mal kurz sprechen, bitte? Hat das nicht Zeit bis nachher Essen? Nein, es ist dringend. Also gut, aber nicht hier. Geh mir ins Oberdeck. Kannst du auch mitkommen? Was die wohl haben? Wieso? Susanne sieht so angespannt aus. Ist ja kein Wunder. Seine Ex-Geliebte mit auf so eine Reise zu nehmen, ist ja nicht besonders geschmackvoll. Ich schau mal, was da los ist. Panagos Christina. Du bist wirklich Stavros Schwester? Das siehst du doch. Nein, ihr lügt. Ich habe euch doch beim Polterabend auf der Toilette reden hören. Dafür sind wir dir doch extra nachgegangen. Ach, und du? Meine beste Freundin. Wir arbeiten zusammen in einem Team. Und hattest du? Ich hatte nie was mit Stavros, ich schwör's. Warum habt ihr das eigentlich gemacht? Um mich zu prüfen, ob ich zicke? Um auszutesten, was für Freiheiten sich mein Zukünftiger demnächst erlauben darf? Oder um mir zu zeigen, was ich mir dafür einen tollen Hecht geangelt habe? Ein bisschen von allem, ja. Und, habe ich bestanden? Erfülle ich den familiären Numerus Clausus? Susanne, versuch zu verstehen. Hier in Griechenland sind die Söhne das Heiligtum der Mütter. Nein, hier in Griechenland sind die Mütter der Flucht der Söhne. Was ist denn? Was erleben, sag ich dir. Stavro, du bist ein derartiger Feigling. Du brauchst dich jetzt überhaupt nicht zu verstecken, Stavro. Deine Schwester? Oh Gott, was ist denn passiert? Nein, Stavro. So nicht. Wirklich nicht. Das finde ich äußerst geschmacklos. Fällt dir denn nichts Neues mehr ein? Den gefesselten Odysseus hatten wir doch schon. Aber soweit ich weiß, war der nicht an eine Dusche angebunden. Oder habe ich dabei Homer irgendwas überlesen? Was ist denn? Susanne? Ist er das? Das ist er doch. Wer? Na, dein Entführer. Was? Hast mir doch eine SMS geschrieben. Bin auf ein Schiff in die Ägäis entführt worden. Die Starflyer. Ach Gott, ja, aber... Susanne, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind, du weißt doch, du kannst dich auf mich verlassen, egal wo du bist. Komm, jetzt pack deine Sachen, wir hauen dir ab. Du lässt den Ball flach, sonst gibt's was auf die Glocken, ja? Jetzt beruhig dich mal, ja? Ich kann dir das alles erklären, das ist ein ganz dummes Missverständnis. Was heißt denn Missverständnis? Du schickst mir eine SMS. Darf ich vorstellen? Lothar, mein Ex. Stavros, mein Zukünftiger. Freut mich. Liebe Gäste, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Captain's Dinner. Es hat in den letzten Tagen einige Turbulenzen hier an Bord gegeben, für die ich mich bei denen, die sich dadurch gestört fühlten, entschuldigen möchte.
Die Auslöser dieser Turbulenzen sitzen hier bei mir am Tisch. Nicht, dass ich Sie dafür belohnen möchte. Nein, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen uns. Denn so, wie ich morgen den Hafen von Piräus ansteuere, so steuern Susanne Stellmann und Stavros Panagos den Hafen der Ehe an. Sie dürfen ruhig applaudieren, auch wenn Sie schon länger verheiratet sind. Als erfahrener Seemann weiß ich, dass Turbulenzen besser auf hoher See abzuwettern sind als fest verteut im Hafen. So gesehen habt ihr beiden das richtig gemacht. Aber hier enden auch die Analogien. Denn ich hoffe sehr, dass eure Liegezeit im Hafen der Ehe nicht so kurz sein wird wie meine im Hafen von Piräus. Ich muss nämlich nach 18 Stunden schon wieder raus. Ich bitte Sie also, mit mir das Glas zu erheben auf das Glück und auf ein langes Eheleben des jungen Brautpaares. Übrigens, auf See würde man jetzt sagen, Mast- und Schotbruch. Gibt es etwas Ähnliches für die Ehe? Ehebruch. Okay, ich hätte nicht fragen sollen. Überraschenderweise hat sich unsere Hochzeitsgesellschaft ja um eine Person erweitert. Normalerweise darf ich das nicht, aber in diesem Falle möchte ich mal eine Ausnahme machen, zumal ich über die Hintergründe aufgeklärt wurde. Ich begrüße einen blinden Passagier an Bord. Nein, wenn es hier einen blinden Passagier gibt, dann bin ich das. Ich sehe schon, der Abend hat alle Voraussetzungen, vergnüglich zu werden. Stärken Sie sich erstmal dafür. Ich muss leider noch für eine halbe Stunde auf die Brücke. Wir haben eine nicht ganz einfache Passage vor uns. Sie ja offensichtlich auch. Prost. Das ist ein Schiffskritiker. Inkognito. Susanne, wenn du willst, starte ich die Rettungsaktion, und zwar jetzt. Ein Haken reicht dir wohl nicht. Hör auf damit, ja. Richtig, Stavro. Verteidige ruhig die Familienehre. Die was? Das Wort kennst du natürlich nicht. Doch, aus dem Kino. Der Pate. Also, das reicht. Bei uns in Griechenland sagt man, ein Mann ohne Hose ist lächerlich, aber ein Mann ohne Familienehre ist tot. Danke. Wieder zu Tom. Warum musstet ihr auch dieses bescheuerte Spiel spielen? Ach, jetzt sind wir auf einmal schuld. Von wem kam denn die Idee? Ich habe von Anfang an gesagt, dass... Die Idee war vom Mastavro. Und du hast mitgemacht, weil du noch immer an ihren Rockzöpfeln hängst. Wann wirst du endlich erwachsen? Christina. Mir ist der Appetit vergangen. Mir auch. Sag deiner Mutter, sie soll mich um Verzeihung bitten. Das wird sie nicht tun. Du kennst sie doch. Stavro. Susanne. Susanne! Ist es das, was die berühmte griechische Familie erzeugt? Untreue Väter und solche Muttersöhnchen wie dich. Tut mir leid. Also, wenn du ihr jetzt nicht nachgehst, dann hol ich sie hier raus. Na, was halten Sie vom Service an Bord? Was hörst du davon, wenn du den Leuten sagst? Sag mir sowas nicht. Also ich wollte nur sagen, ich bin sowas von enttäuscht, ja? Weil ihr macht ja nur Sprüche. Familien! Also, halt mal auf, die Leute von Sprüchen nicht, wenn ihr noch verlässt, was ja, aber wenn ihr nicht Ruhe, Ruhe! Du lachst ja wieder. Ja. Weil ich wirklich einen Ex an Bord habe und du nur eine Schwester. Von hier oben sieht einfach alles lächerlich aus. Allerdings. Was hat Nikos eigentlich zu dir gesagt, als er dich von hier runtergeholt hat? Nicht, wenn sie mich nicht um Verzeihung bittet. Was sagst du mir jetzt? Das habe ich dir auch schon auf dem Schiff gesagt. Und hast du seither mit ihr gesprochen? Susanne, ich... Hast du? Susanne. Zeig.
Wir können. Stavro? Was hat dir Nikos denn gesagt? Dass Calypso mich um Verzeihung bitten wird. Weshalb? Weil er sie sonst enterbt. Und wenn griechische Frauen, sagt Nikos, etwas annähernd zu lieben wie ihre Söhne, dann ist das Geld. Hm. Susanne, ein Zeichen von dir und ich hole dich hier raus, oh, ja? Okay. Στέφεται ο δούλος του Θεού Σταύρος, την δούλην του Θεού Σουζάννα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Σταύρος, την δούλην του Θεού Σουζάννα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Σουζάννα, τον δούλον του Θεού Σταύρο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Ich weiß nicht, was jetzt hier noch alles passiert, aber ich mache nicht weiter, wenn Sie mich nicht um Verzeihung bitten. Susanne! Trepinatisse, dies ist doch nun. Ich will es auf Deutsch hören. Du wirst jetzt meine Braut um Verzeihung bitten. Welche Pisso? Erst wenn du Susanne um Verzeihung gebeten hast, Mama. Ein Singumi. Und jetzt auf Deutsch. Susanne, bitte verzeih mir. Κυρίου επικαλέσομε. Mein Sohn hat die beste Frau der Welt gefunden. Und meine Frau hat für euch alle laut hörbar zum ersten Mal in ihrem Leben das Wort Verzeihung gesagt. Und das auch noch in zwei Sprachen. Calypso, ich liebe dich. Weil wir uns nun so gut vertragen, habe ich die Seereise, die uns so nah zusammengebracht hat, gleich nochmal als Hochzeitreise für uns alle gebucht. In 6 Stunden stechen wir in See. Ist das was? Hallo! So lange kann ich nicht mehr warten. Wir müssen auslaufen. Die werden verschlafen haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Eine Hochzeit kann dauern. Oder nicht bis morgens um 8. Ja.
Und? Nichts. Okay, Gangway ab. Tut mir leid, dann eben nicht. Da kommt ein Taxi. Das könnten Sie sein. Na bitte. Für alle Fälle, falls ich jemanden vergessen haben sollte. Ach, übrigens. Sie wollen doch sicher noch wissen, was Nikos da oben im Krähennest zu mir gesagt hat, oder? Nikos? Nein. Dann sag ich es eben selbst. Na, also, ja. Ich habe gesagt, ich bin ein alter Mann. Ich traue mich allein nicht mehr runter. Das soll uns Glück bringen? Nein, Stavros, der Lärm vertreibt die bösen Geister. In Deutschland vielleicht. Hier lockt er sie an. In Griechenland lockt der Lärm alles an. Oh mein Gott. Nikos, das ist unser Polterabend und keine Sperrmüllaktion. Wo ist da der Unterschied? Das ist mein Großvater, Nikos. Susanne, meine Braut. Mein armer Enkel. Bei so einer schöne Frau muss Stavros nicht nur die bösen Geister vertreiben, sondern auch die bösen Verehrer. Wenigstens hat er dann keine Zeit für all die Frauen, die hinter ihm her sind. Ich bin nur hinter einer einzigen Frau her. Und das bist du. Feiern Sie auch so was Ähnliches wie einen Polterabend wie wir zu Hause? Meinen Sie den Abend, an dem sich die Männer mal richtig austoben können ohne ihre Frauen? Richtig. Diesen Brauch pflegen unsere Männer erst nach der Hochzeit. Und das nicht nur an einem Abend. Ja, Liebster, sind wir wirklich so schlimm? Ja, hab ich denn gesagt, dass das schlimm ist? Ab und zu mal seine Ruhe zu haben, hat doch auch seinen Reiz. Nicht wahr, Frau Stellmann? Sicher, hat es. Ich schätze, Herr Panagos, Sie haben Ihr Hotel so Ende der 80er Jahre gebaut. 88. Aber woher wissen Sie das? Ich sehe das an der Betonverfugung. Weil diese Polymerschäume, die wurden erst nach 86 entworfen. Sie wissen ja, mein Mann ist Bauingenieur. Ja, gratuliere. Na, amüsiert ihr euch? Ja, sehr. Kannst du mal halten? Ich will mal schnell für kleine Königstiger. Mach ich. Danke. Na, habe ich Ihnen schon gesagt, dass wir eine kleine Ablaufänderung vorhaben? Nein. Hallo Nora, habe meinen Traummann gefunden. Sprichst du auch Deutsch? Ich kann kein Griechisch. Ich wollte wissen, woher du kommst. Ah, aus Berlin.
Stavros arbeitet da im Grand Hotel. Hat er da nicht seine Braut kennengelernt? Nicht nur die, das kann ich dir sagen. Und du? Wie heißt du? Christina. Sein Vater hat genau gewusst, warum er ihn außer den wegschickt. Warst du lange mit ihm zusammen? Klar, sonst hätte er mich nicht eingeladen. Weißt du, warum ich mitgekommen bin? Weil Stavros Vater alles gezahlt hat, das ganze Programm. Und weil ich mich so die ganze Zeit darüber freuen kann, dass unser Kerl der andere gefragt hat. Wie heißt sie eigentlich? Susanne. Klingt wie so ein billiger Weichspüler, wa? Oh. Susanne. Susanne! Also, Susanne, bevor du deinen zukünftigen Mann schlägst und damit eine alte Tradition in der Familie Panagos fortsetzt, wie er es nicht anders verdient, lass uns zusammen auf euer Eheglück trinken. Nein. Bei uns muss man sich am Tag zuvor zuprosten, sonst bringt das Unglück. Hm? Na gut, aber nur damit hinterher niemand behaupten kann, ich hätte nicht alles probiert. Was ist denn los mit dir? Das erkläre ich dir später. Also. Und jetzt extrem. Mama. Heute soll unsere Hochzeit sein, weißt du, wo wir sind? Mitten auf dem Meer. Stavro! Träum weiter. Schau mal raus, wenn du mir nicht glaubst. Oh. Oh. GPS-Position 37 Grad 21 Nord, 23 Grad 27 Ost. Was tun 95? Tun 95, Sir. Der Beltemie dürfte das Gitter noch etwas auffrischen. Auf 4 bevor. Vermutlich bis 6. Was sagt das Barometer? Steigt leicht. Wie immer. Ein Wetter zum Heldenzeugen. Hängt das bei dir vom Wetter ab? Oh, morgen. Mit Zucker? Mhm. Das lose Mundwerk scheinst du ja von deiner Vorgängerin auch übernommen zu haben. Das war nicht ihre schlechteste Eigenschaft, oder? Was ist denn deine schlechteste Eigenschaft? Oh, vielleicht, dass ich niemandem erlaube, es herauszufinden. Interessant. Was macht unser Brautpaar? Helden vermutlich bei dem Wetter. Jedenfalls sind sie hier noch nicht aufgekreuzt. Oh. Dass du auch immer so viel saufen musst. Ich verstehe das nicht. Was? Ich verstehe das nicht. Meinst du ich? Die Hochzeit ist so schlimm, dass man sie nur bewusstlos ertragen kann, oder was? Das meine ich nicht. Ich verstehe nicht, was hier abläuft. Was ist denn das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Du wolltest mir eine runterhauen. Echt? Und warum? Das weiß ich nicht mehr. Und du? Weiß ich auch nicht mehr. Jetzt weiß ich's wieder. Und wofür war das jetzt? Für deine Ex.
Meine Echsen? Ja, deine beiden Echsen auf dem Klo in Athen. Oder gehört das auch zum griechischen Brauchtum, die auf den Polterabend einzuladen? Findest du überhaupt auch, dass ich wie ein Weichspüler klinge? Susanne, das klingt doch nicht wie ein Weichspüler, oder? Weil diese beiden Zicken auf dem Klo, die haben... Jetzt hör mir mal gut zu. Wir feiern Polterabend im Hotel meiner Eltern. Du kommst vom Klo zurück, willst mich verprügeln, ich weiß nicht warum. Dann verliere ich das Bewusstsein, finde mich am nächsten Tag auf einem fremden Schiff auf hoher See wieder. Ich weiß immer noch nicht warum. Jetzt haust du mir eine runter, erzählst mir was von